Jo Leute, willkommen zurück zu Empires Dawn. Nein, ihr habt keinen Part verpasst. Ich werde wahrscheinlich beim letzten Mal woanders gewesen sein. Das liegt aber daran, dass das hier zwischen dem Cut aufgenommen wurde von dem letzten Part. Und zwar möchte ich den König mit der Dämonenbeschwörung besiegen, wie ihr wahrscheinlich gesehen haben werdet. Und ja, deswegen müssen wir einmal die Pyramide machen. Ich bin hier schon auf Level 46. Also ich habe jetzt hier ein paar Stunden gelevelt und halt Equipment gefarmt. Da levelt man relativ schnell nebenher. Und ja. Wie gesagt, Dämonenbeschwörung ist ein Zauber, der eigentlich super, super stark ist und eigentlich so früh wie möglich geholt werden sollte, ist aber halt sehr, sehr schwierig, weil man Moment, Blick der Geister einmal machen. Wo haben wir ihn? Da. Okay, einen blauen Stein, das ist gut. Und weiter. Weil es halt super lange dauert, da runterzukommen. Und hier sind wirklich starke Gegner eigentlich drin. Im Normalfall. Okay. Nope. Soweit nicht. Okay, auf Skelett auch nicht. So, wir können einmal gucken, wie stark die sind. 65, 103, 92. Geht sogar. Hätte ich vielleicht sogar schon eher holen. Ups. Können. Okay, also ich kann an dem Viech vorbei. Apokalypse. Überhaupt nicht übertrieben. Heiliges Licht. So. Warum habe ich das Gefühl, wenn ich jetzt nach rechts gehe, blinkt's? Ah, klar. Nee. Ich kenne den Weg leider nicht. Komm schon, Lichtexplosion und dann dürfte weg sein. Also ihr seht, man levelt hier ultra schnell. Also das sind 1050 Erfahrungspunkte. Und im Normalfall, wenn ich nicht aufnehme, kämpfe ich gegen nahezu alles. Ach Mann! Lass mich da jetzt durch. Nee, an dem Ding vorbei und dann nach links. An die Wand? Nein, ich gehe nach oben. Das war falsch. Fuck you! Mann. Ich habe mir nicht gemerkt, wie weit. Ah. Das war nicht richtig. Okay, ich bin jetzt ein neben der Fackel. Direkt unter der Fackel. Blödes Ding. Passt auf, und jetzt muss ich da gar nicht hin. Mit zwei Rasenden werde ich auf gar keinen Fall irgendwo machen. Ja, ich müsste mal wieder Filar aufladen gehen. Ich habe jetzt schon wieder eine ganze Weile nicht abgeholt. Aber inzwischen habe ich halt alles voll. Das ist auch nur, die sind immer noch rasend. Hört auf, rasend zu sein, ihr Idioten. Wie gesagt, ich muss komplett runter. Ja, das sieht doch mal nach einem Ding aus, was wir easy machen können. Ja, heiliges Licht.
Sind nämlich gegen Feuer und Licht sind die immun. Ach, immun, sage ich schon. Das ist relativ effektiv gegen die. So, wir schon draus. So, wir verwandeln uns einmal in eine Fledermaus, was auch nichts bringt. Ach komm, lass mich doch in Ruhe. Ich weiß nicht, wie lang der Part wird, aber der Part wird auf jeden Fall bis runter gehen. Was bist du denn? Naja, egal. Blutfiole. Ich habe so ein paar Geister halt jetzt nebenher gesammelt. Ich habe Vampirausrüstung gesammelt. Da haben wir einen Durchgang. Cool, es passiert nichts. Fragezeichen. Dann habe ich starke Seelen halt relativ viele gefarmt. Habe da schon ein paar Mal das Schicksalsspiel durchgezogen, weil ich da den Vampirhelm gerne hätte. Dauert aber alles. Es dauert halt alles so seine Zeit und mir beim links und her, links und rechts rumrennen zugucken. Danke. Ja, das habe ich jetzt sogar mit Absicht gemacht. Weil sonst wäre ich ausgerastet, wenn ich jetzt da den Weg auch wieder zurückgehen müsste. So. Nee, also ich bin jetzt die ganze Zeit in Abraxas Turm, größtenteils links, rechts und hab dann halt da schwere Seelen, wollte ich schon sagen, starke Seelen gefarmt. Und ja, ich habe beim Schicksalsspiel immer Pech. Ich brauche immer eine ewig. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass es hier Fallen gibt. Nee! Ja, wir sollten vorsichtig sein. Ach, ihr seid doch paranoid. Ich weiß es nicht mehr. Also, wenn ich jetzt spoiler, dann wirklich unfreiwillig. Aber ich wette mit euch, ich gehe keine 3 Schritte und explodiere oder irgendwie sowas. Dein fucking. Ha! Siehst du mal. Das war Aua. So, nehmen wir die Heilflaschen. Ich weiß, Heilfiolen eigentlich nehmen, aber wisst ihr was? Ist mir egal. Okay, das ist kein Durchgang. Und hier stehen noch Bücherregale. Sag mal was dazu, bitte. Weiter geht's. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen das Ding hat. Ich meine 8 oder 9 oder sowas waren's. Einmal Blick. Einmal den Blick, bitte. Ja, dazu müsste ich dann auch auf Fähigkeiten. Ah, okay. Da unten in die Wand rein und da. Au. Also ohne den Blick der Geister manche Sachen zu finden, ist wirklich, wirklich schwierig. Finde ich zumindestens. So. Da. Und dann. Ja, dann überraschen wir den Gegner damit, dass wir abhauen. Geht mir nicht auf die Nüsse. Jetzt kommt die Lichtexplosion und dann war es das. Also es sind die Level 40 Zauber. Die Level 45 Zauber sind alle für einer. Ich habe erst überlegt, ob ich die schwarze Macht nehme, aber ich habe sie nicht genommen. Ich weiß, die ist ultra stark. Ich weiß, ich werde es bereuen, dass ich sie nicht genommen habe. Aber naja, wie auch immer. Zack. Schockfrost. Okay. Es war sehr stark. Hört doch mal auf, ey. Einmal die Lichtexplosion hinterhergeschoben und dann ist gut. Nebenher spiele ich halt immer, wenn ich dann keinen Bock mehr habe, hier so tausende von Gegnern zu besiegen. Spiele ich dann halt auf dem Jahrmarkt, spiele ich dann ein bisschen. Da habe ich dann wieder ein paar 100 Punkte. Und die löse ich dann meistens gegen Vampirsteine ein. So, Blutflasche. Greift nicht zur Flasche.
So. Einmal durchziehen. Und einmal. Dazu der schönen Statue. Aber wie gesagt, ich werde diesen einen Part jetzt komplett, diese ganze verdammte Pyramide mit Ende und allem drum und dran, werde ich durchziehen. So. Und nein, ich weiß es nicht, wie es geht, aber ich renne halt einfach mal durch. Ich höre Feuer. Verflucht. Nee. Okay, hier ist ein starker Gegner. Schaden genommen, ach, kaum. Ja, bla bla bla. Bla bla. Fast zu Staub zerfallen. Aha. Sieht wie ein Tagebuch aus. Wieder diese verdammten Elras-Magier. Oh, wie ich sie hasse. Niemand darf so mächtig sein wie ich. Verdammt, ich werde sie töten. Dafür ist mir jedes Mittel recht. Scheint, als hätte jemand ein wirkliches Problem gehabt. Ja. So. Also wir sind wohl schon auf der richtigen Ebene. Und ich kann euch auch sagen, warum ich Level 40 nicht eingehalten habe, weil ich habe ja gesagt, ich gehe eigentlich nur auf Level 40. Aber es gibt im Norden, also ganz oben Nordosten eigentlich ist das, gibt es eine Eisinsel, wo es, glaube ich, ein Vampirschild gibt, den ich ja gerne hätte. Ich hätte gerne die komplette Vampirausrüstung. Und das war sehr überraschend für mich, dass ich dann auf einmal rote Augen, ach, einen roten Totenschädel gesehen habe. Nee, hier bin ich falsch. Hier bin ich definitiv falsch. Weil ich möchte hier auf der Ebene bleiben. Aber kann sein, dass das hier einfach nur die Ebene ist, wo er zwar drauf ist, aber er ist eigentlich komplett woanders. Also irgendwo rechts auf der Seite dann. Gibt es hier irgendeinen Durchgang? Nee, scheint nicht so. Und da gibt es die Minotauren. Die werde ich auch auf jeden Fall nochmal zeigen. Aber die haben mich innerhalb von 3 Runden haben die mich so fertig gemacht. Das hat nicht mal die Königsfamilie hingekriegt. Und da muss ich echt sagen, da habe ich dann gesagt, nee, komm, dann kannst du auch ruhig hochziehen auf Stufe 45. Da waren dann auch, da war dann der Totenkopf auch auf jeden Fall weg. Und ja, ich mache jetzt einfach Try and Error hier. Spätestens beim 500. Mal habe ich's. So. Und die waren echt übertrieben stark. Also, wo ich wirklich gedacht habe, okay. Elaine ist direkt umgekippt und die anderen beiden Kollegen kamen gar nicht hinterher, sich so schnell hochzuheilen. Und da habe ich dann gesagt, ja gut, dann wurscht. Ziehe hoch. Dein verdammter Ernst jetzt. Ich muss mal eben gucken, ob an der Statue irgendwas ist. Nee, ist auch nichts. Wir wollen hier wirklich nicht hin. Gott, Himmel. Wir kriegen das hin, keine Sorge. Also wie gesagt, Try and Error. Wenn der Weg da hoch nicht so lang wäre, ne? Und selbst wenn er so lang ist, dass weniger Typen reinsetzen, die mich angreifen. Okay. Ich wollte gerade gucken, ob hier mal was anderes ist. Also wir haben Fe gerade festgestellt, dass das ziemlich nervig ist. Alles.
Und dass man zwischen den beiden Säulen nicht durchlaufen kann. So, ganz eventuell. Aber schon, lass es die sein. Dieses ist auch nicht. Es ist auch schlecht. Mann, hör doch mal auf jetzt, ganz ehrlich. Wer hat sich den Scheiß denn ausgedacht? Und nein, das schneide ich nicht raus. Das wird alles drin gelassen. Also diese Scheiße lasse ich sowas von drin. Gott, wer hat sich so ein Mist denn ausgedacht? So zwei, drei Dinger. Ja, okay, klar. Und auch so setzen, dass man an einer Stelle nicht durchkommt. Okay, kann ich nachvollziehen. Kann man da eigentlich aus Versehen nochmal reinfallen? Ach, komm schon! Aber das sind 5 Millionen Löcher, in die ich alle reinlatsche. Überall. Und vor allem dann hier diese tausend Kämpfe, die man dann immer auf dem Weg nach oben hat. Deswegen finde ich so die alten RPGs, also wo die Gegner halt random aus dem Boden aufploppen, finde ich in der Hinsicht immer schlechter als die neuen, wo man die Gegner halt sieht. Oh mein Gott. Ach, komm schon! Ja, ein bisschen Rage gehört halt dazu. Lass dich. Gott im Himmel, ey, was ist denn das für eine Scheiße? Wer hat sich so einen Müll ausgedacht? Wer hat sich so einen Müll ausgedacht? Das ist so ein Drecksding. Und jetzt kämpfe ich da auch noch. Nein. Na. Verrecket einfach. Und wie gesagt, ich ziehe den Part so lang, wie er sein muss. Außer über eine Stunde. Also über eine Stunde werde ich den nicht machen. Also ich sag mal so. Halbe Stunde ungefähr. Durch. Woo! Ungefähr eine halbe Stunde, denke ich. Und wenn er länger wird, dann teile ich ihn irgendwo mal. Dann teile ich ihn auf der Hälfte und sage dann Teil 1 und Teil 2. Dann könnt ihr mir da gerne später zugucken, wie ich dann den zweiten Teil dann noch mehr uprage. Ich hoffe nicht. Werdet ihr aber nicht begrüßt, weil das werde ich dann in der Post-Production, werde ich das dann machen. Moment. Sind wir. Okay. Also wir sind jetzt auf der Ebene, wo wir hinwollen. So, wir sind jetzt da, wo wir hinwollen. Ja, das ist mir eigentlich alles egal. Hier gibt's, also es gibt hier in dem ganzen Bereich gibt es nichts, was mich interessiert. Gar nichts. Außer halt diesen einen Zauber. Selbst Tränke der Ewigkeit. Ich war jetzt beim Händler in, hier, wie heißt's, in der Wüstenstadt. Oh. Endlich habe ich es geschafft. Ich habe heute von einem elenden Magier ein mächtiges Zauberbuch bekommen. Als Belohnung habe ich ihn weiter foltern lassen. Oh, diese Narren, endlich habe ich die Macht, einen Dämon zu beschwören, der mir beim Kampf gegen diese widerlichen Elras-Magier gute Dienste erweisen wird. Ja, das mag durchaus sein. Aber ich kann dir auch sagen, er wird mir vor allem gute Dienste leisten. Im Kampf gegen die Königsfamilie. Gegenstand, ich werde es einmal abspeichern. Ja, das Klugscheißer, ey.
Verwandlung beenden. Warum kann Elaine sich eigentlich nicht verwandeln? Das frage ich mich jedes Mal, wenn ich das Spiel spiele. Und ihr habt es gesehen, also ich bin da relativ geizig mit den Dings, mit den Speichersteinen. Verdammt, was war das? Klang wie eine Trittplatte oder so. Nicht schon wieder. Da, schon wieder. Seid vorsichtig. Der Sack hat sich geöffnet. Nee. Verdammt, ein Licht. Das ist meine Pyramide. Ja. Ihr erbärmlichen Sklaven, ich werde euch gerechte Strafe für euer Eindringen in meinen Heim geben. Den Tod. Aha. Das ist also der Pharao dieser Pyramide. Wie meine Sklaven werde ich euch erbarmungsloses Schmerzen bereiten. Euer Eindringen in meine Pyramide soll euer letzter Fehler sein. Dass du versuchst, uns aufzuhalten, ist dein letzter Fehler. Feuerball? Den Angriff? Du machst wenigstens was Vernünftiges. Leute, ihr dürft ruhig ein bisschen mehr raushauen. Wo ist er denn? Da. Nee, nicht Lichtexplosion. Lichtexplosion wäre bescheuert. Heiliges Licht. So, Schockfrost ist auch okay und Apokalypse. So, und dann gib ihm mal. Pass auf, und jetzt zieht das wieder nichts ab, weil irgendwie Magie immun oder sowas. Hauch des Todes. Moment, ist das ein Insta-Kill? Ich wüsste nicht, ob ein Gegner das hat. Mal gucken. Werden wir sehen. Okay, ich bin nicht betroffen. Asuka hat nicht so die höchsten Blutwerte. Aber der wird zum Glück im Kampf nicht rasend. Und komm schon. Ja, wir können mal eine Runde Blut nehmen. Blutelixier. Schmeißt du mal auf dich selbst. Du haust Apokalypse raus. Und jetzt einmal das Blutelixier, einmal Schockfrost, einmal. Vor allem, der geht auch in keinen Zustand rein. Was mich ein bisschen ärgert. Und vor allem, irgendwie ist es so ein zur Seite gelegter Totenkopf. Ich hätte mir da irgendwie so ein bisschen Mumienhafteres gewünscht. Naja, 1000 Erfahrungen, eine starke Seele. Geil, haben wir geschafft. Dummer, dummer Pharao. Naja. Achso, der wird doch jetzt zum Geist, glaube ich, oder? Nee. Dann wollen wir mal schauen, was er denn hier so gut bewacht hat. Ja, hier. Schaut mal, hier ist nur ein Buch drin. Es ist ein altes Zauberbuch, so wie es aussieht. Na, dann schau doch mal rein, mal nach. Hey, das Buch handelt von Beschwörung von Dämonen. So funktioniert das also. Sehr schön. Dämonenbeschwörung gelernt. Und wir können jetzt uns direkt rein und raus teleportieren hier. Einmal an einen antiken Vampirring bekommen. Also hier bekommt man die her, wenn man nicht auf dem Jahrmarkt spielen möchte, so wie ich. So, und. Also ich spiele gerne auf dem Jahrmarkt. So, einmal kurz hier rüberfliegen. Keine Sorge. Allzu lange wird es nicht mehr dauern. So. Dann kann ich direkt den nächsten Part oder den vorherigen Part starten, der dann aber irgendwie. Ihr wisst, was ich meine. Aber wie gesagt, ich habe ultra viele Sachen
auch jetzt im Internet nachgeguckt. Hier gibt es zum Beispiel, gab es glaube ich eine Vampirrüstung drin, die Asuka glaube ich anhat. Ist von hier. Naja, gut. Aber wir sind wieder in Schloss Tranak. Das, was ihr in der letzten Episode gesehen habt, hoffe ich. Ich gehe jetzt mal den König verkloppen und töten. Und wenn ich daran denke, hole ich mir die Vampirkrallen. Die müssten links oder rechts, da ist ein Geheimgang. Sobald man den König besiegt hat, ist links und rechts oder rechts davon die Schatzkammer. Und da sind die Vampirkrallen drin in der Elsastruhe. Wenn ich nicht dran gedacht habe, schreibt mir das auf jeden Fall nochmal, sonst vergesse ich die nämlich. Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen und wir sehen uns im letzten Part wieder. Ich finde das lustig, ich habe mal so ein Zwischending aufgenommen. Egal, Leute, haut rein, bis dann und ciao, ciao.